So, warst du denn heute schon Schneeschippen? Nein. Es liegt kein Schnee mehr. Ach, hör doch auf, gestern lag doch noch. Gestern war gestern, heute ist heute. Ja, und morgen liegt wieder Schnee. So, Laura Müller distanziert sich von Michael Wendlers Schulden. Also muss ich damit auch rechnen, dass du sagst, mein Freund, egal wie viel ich hier mit Podcast verdiene als Frau, ich komme nicht für deine Miesen auf. Wir haben einen Ehevertrag. Ja. Das ist genauso geregelt. Das da finde ich jetzt auch kommst. Mal ehrlich, hätte ich an ihrer Stelle auch gemacht. Ja, aber warum fällt dir das jetzt noch Das fällt ihr jetzt wahrscheinlich nicht ein. Wahrscheinlich hat das in ihrem Podcast. Der Bild-Zeitung jetzt wahrscheinlich eingefallen. Nee, der Bild-Zeitung nicht. Ich denke mal, es ist ja aus dem Ganzen. Als erstes war schon die Bild-Zeitung. Aber nö, ich glaube, dass das im Podcast gesagt wird. Man greift ja immer die Sachen auf dem Podcast. Ist ja wie bei den Pochers, die da gesagt werden sind am Nachmittag. Aber ich denke, das hat die von Anfang an so gemacht. Das ist ja nicht doof. Die wusste ja von ihren Schulden. Das wage ich zu sagen. Wer Michael Wendler geheiratet hat und behauptet, ihn zu lieben, da kann ich nicht von viel Intelligenz sprechen. Wenn man jemanden liebt, dann liebt man ihn. Das hat ja nichts mit Intelligenz zu tun. Ich glaube, wir starten besser mal. Schön, dass du da bist. Nach zwei Wochen sind wir es auch wieder. Prösterchen. Prösterchen. Die Pochers waren gestern. Hier ist der einzig wahre Pärchen-Podcast. Die Buddies, eine fast perfekte Ehe. Und was die beiden in dieser Woche wieder erlebt haben, erzählen sie uns jetzt. Hier sind Christine und Frank. Der Podcast könnte sich ziehen, meinst du? Ah, nee, das ist ein Arsch. Was der ist für ein Arsch? So, da sind wir wieder. Was hat sich in den letzten zwei Wochen getan? Du sitzt mit deinem vergoldeten Podcast-Hintern auf einem neuen Stuhl. Oder jetzt schon was zu meckern hast. Der ist überhaupt nicht bequem. Der ist so bequem. Ich sitze seitdem so schön gerade. Also das ist wunderbar. Es ist ein Traum. Also da hat sich jeder Euro gelohnt. Ja, super. Ja, liegt vielleicht an deiner komischen Körperhaltung. Nee, ich sitze nur gerne bequem, wenn ich schon das sitzen muss. Das ist ja bequem, weil gerade sitzen ist ja angesagt. Du sitzt ja auf der Arbeit auch nicht im Schneidersitz. So. Nee, da muss ich ja auch stehen. Genau. Was soll ich denn da sitzen? Aber wohl auch gerade. Außerdem haben wir seit zwei Wochen, also ist auch schon jetzt, haben wir nicht erzählt, eine neue Kaffee-Pad-Maschine. Ja. Und endlich gibt es wieder ordentlichen Kaffee, nachdem du ja nicht nach Kolumbien fliegen wolltest, um uns die Böhnchen zu besorgen. Nein. Genau. Ansonsten vor einer Woche hast du einen auf Let's Dance gemacht. Was war los? Ja, ich durfte mit auf den Abschlussball von Sohnemann. Ja, die hatten von der Tanzschule Abschlussball. Ich bin froh, dass ich nie eine besucht habe. Ich musste mal, und das ist jetzt exakt, ich glaube wirklich exakt 25 Jahre her, habe ich mal jemanden begleitet, die Abtanzball hatte. Mhm. Und ich konnte es nicht und habe zwei Tage vorher mit einem Tanzlehrer, den ich privat kannte, bei mir zu Hause im Wohnzimmer meiner Eltern so einen Crashkurs zwei Stunden gemacht. Und das war ganz schrecklich. Das hat dich traumatisiert. Es hat mich deswegen bis heute traumatisiert. Wolltest du keinen Hochzeitstanz mit mir machen? Ja, naja, hätte ich es nicht gewollt, hätte ich es nicht getan. Ja. Ja? Muss man so denken. Aber ich habe mich da dir zuliebe durchgequält. Ja. Genau. Bist du jetzt mit unserem Köpfchen zufrieden, oder? Ja, schon okay. Okay. Okay, das klingt so, wie als wenn wir Sex hatten. Nein, das ist ja nicht nur okay. Oh, weniger als okay. Sehr schön. Nicht, es reicht schon nach einem Dreivierteljahr. Nee, wie lange sind wir verheiratet? Ein halbes Jahr? Nur ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. Reicht es schon nicht mal mehr für ein Okay. Mhm. Aber gut. Steht ja alles in unserem Ehevertrag. Du hast zumindest so zu tun, als wäre es toll. Ja, genau. Ja, ansonsten, ja, was ist die letzten zwei Wochen sonst so passiert? Hast du das getanzt? Ich habe getanzt, ja. Und es war eine kurze Nacht. Ja, eine sehr kurze Nacht. Also Sohnemann hat sehr gut getanzt. Ich weniger. Mhm. Es war ihm eher peinlich. Also zwei Tänze musste er mit mir machen. Okay. Wobei der zweite, also der langsame Walzer, keine Ahnung, ich krieg das einfach nicht gebacken. 1, 2, 3, 1, 2, ja genau, ich krieg das nicht gebacken. Der Tipfox, der ging dann. Mhm. Ja.
der Disco-Fox, oder der Wendler-Fox. Sie liebt den DJ. Ja, keine Ahnung. So, ich habe jetzt meinen Gesangssatz für diesen Podcast wieder unterbrochen. Gott sei Dank ist es vorbei. Sie liebt den DJ. Ja, und war da eine ganz kurze Nacht, weil ich war ja erst um eins dann im Bett. Ja. Und um halb fünf musste ich wieder raus. Du bist doch verrückt. Boah, das war schon, ich bin zu alt für die Scheiße. Ja, das glaube ich. Und mit mir gehst du ja seit Jahren nachts nicht mehr weg. Also da ist ja ab 10 Uhr bei dir, sind ja die Augenrollos auf Halbmast. Ja. Da ist ja, wenn man, also wenn Kino, was übrigens auch lange schon, darf ich sagen, dass wir schon lange nicht mehr im Kino waren? Darfst du gerne sagen, das, wenn nichts Gescheites kommt. Ja, Ghostbusters nächste Woche, also das ist jetzt Pflicht schon mal. So, Bums. Ich habe mir mein Mikrofon angestoßen. Ja, das kommt, wenn man so eine Litertasse hat. Dann, und du ja nicht mehr so für Muckis in den Armen, wegen deiner Schulter. Wie geht's ihr? Also der Schulter geht's gut. Sehr schön. Meinem Arm noch nicht so richtig, weil... Ja, ist ja noch nichts passiert. Das ist doch ein MRT, aber ich kenne die Ergebnisse nicht. Ja. Das wird nächste Woche dann so sein, genau. Ansonsten war bei uns jetzt, sagen wir mal, in unserer Familienbubble auch gar nicht so viel los, oder? Nee. Wir sind noch nicht getrennt. Nein. Wir waren nirgendwo großartig, also wir sind nicht geflogen und nachdem ja wieder alles streikt und so, ist es ja eh ganz schwierig hier irgendwo hin. Ja, und das will ich jetzt ja wieder arbeiten, da haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Ja, generell einfach nicht mehr. Nee. Ich sehe dich kaum noch. Nee. Ja. Schlimm, ne? Das ist wirklich schlimm. Aber wenn du deinen Körper ein bisschen vor die Haustür bewegen würdest, dann würden wir uns auch ein bisschen mehr sehen. Ja, nee, aber ich mache das eher so, ich schlafe nachts nicht so gut und zwar mit Absicht, ich stelle mir einen Wecker auf 2 Uhr, dann gucke ich dich nachts 2 Stunden lang an, wie du neben damit mir liegst, damit du mich siehst. Mich dich sehe. Dann meckere ich zwar hinterher rum, dass ich so wenig Schlaf bekommen habe, aber ich habe dich zumindest 2 Stunden gesehen. Sehr gut. Oder? Das ist romantisch. Ja, prima. Ja, und ansonsten, würde mir jetzt auch zumindest, was wir so erlebnismäßig, war da jetzt nichts, ne? Nö. Nee, leider. Leider. Dann, was gab es sonst an Meldungen? Ich habe nochmal gesehen, wir sind ja auch betroffen gewesen. Seit der Hochzeit haben wir eine veränderte Steuerklasse. Ja. Wir sind beide in der Vierer. Genau. Das wird es bald nicht mehr geben. Doch, die 2 Vierer gibt es schon noch. Es gibt keine 3 und keine 5 mehr. Was wir machen könnten. Also wenn jetzt einer sehr viel besser verdient, dann kann er die 3 nehmen und der Partner muss halt dann die 5 nehmen. Aber wenn das relativ ausgeglichen ist vom Gehalt her, dann hast du eh besser, wenn du 4-4 machst. Und das, was du zu viel an Einkommensteuer zahlst, kannst du ja dann im Jahresausgleich wieder zurückbekommen. Ja, hast du ja noch gar nicht gemacht. Nee, konnte ich noch nicht, weil du mit deinen Sachen nicht in die Puschen kommst. Ich habe hier so viel organisiert. Vor 2 Wochen hast du gesagt, machen wir am Wochenende. Ja, und hast du mich erinnert? Habe ich? Mm-mm. Doch. Mm-mm. Ja. Hast du gesagt, nein, ich muss jetzt erst noch dies und das und jenes machen? Ja. Ja, siehst du, und schon sind 2 Wochen wieder rum. Ja. Das geht halt manchmal ganz schön schnell. Ah, hast du auch gelesen, dass die Amira wohl im Podcast so ein bisschen gemosert hat. Ich habe den weder gehört ganz noch habe ich es ganz gelesen. Ja, dass es halt beim Olli oft mal so Pommes oder Fastfood und Süßes gibt und bei ihr halt nicht so. Ja, aber das hat sie schon des Öfteren, also schon zu intakten Zeiten, nämlich wenn er mit den Kindern geht, er ja sehr gerne in diese Indoor-Spielplätze. Ja. Und auch da gibt es für die Kinder ständig nur Eis und Süßes. Aber das ist ja gut, das ist ja. Das vertragen die Kinder schon. Ja. Wenn's mein Gott, dann gibt es halt, wollte ich gerade sagen, das ist doch ausgeglichen. Also wenn es bei ihr dann halt dementsprechend wäre, bei uns wäre es anders. Ich bin ja nur der Gesunde, du bist ja so der Chips-Typ. Ja, natürlich. Ne? Du bist ja ganz Gesunde. Ja, genau. Ja. Heute Mittag gab es gesunden Fisch. Was hast du heute Mittag gegessen? Fisch. Ja. Aber ja, gab es halt auf der Arbeit. Aber nicht meinen Fisch, also bei Krankenhausfisch. Was gab es denn bei dir für Fisch? Na, Backfisch. Backfisch, Stäbchen. Nee, großen. So ja, Alaska-Fisch. Ja, so. Ja. Ja. Also Fischstäbchen in groß. Du, da darfst du dich bei der Köchin beschweren, nicht bei mir. Ich esse das, was auf den Tisch kommt. Ja, genau. Gerade hast du gesagt, bei mir gibt's gesundes Essen. Mhm. Na, es gab gesunden Kartoffelpüree dazu. Ja. Und grüne Bohnen. Und ja. Das ist ja durchaus gesund. Ja.
Aber da kannst du dich bei der Köchin bedanken, nicht bei dir. Was? Für den Fisch mit Panade? Ja. Was für ein Fisch gab es denn bei dir, hä? Ja, es gab so ein, oh, ich vergesse mal, wie der heißt. Der ist auch ein bisschen paniert und... Pangasius oder was? Ja, nee, das früher hatten wir Pangasius, der war gar nicht schlecht. Jetzt ist es so ein Marineux oder so heißt es, was weiß ich, irgend so ein panierter Fisch. Aha, ja. Okay. Und der hat dich wunderbar gesättigt. Ja. Das klang jetzt nach, ja. Ja. Naja, gut. Und ansonsten, wir können auch in dieser Woche gar nicht so viel erzählen aus unserer wunderbaren Rubrik, was haben wir diese Woche geschaut? Also wir haben zwar einiges geschaut, aber halt nicht so viel Abwechslungsreiches. Nee. Die üblich Verdächtigen waren dabei. Also es ging mit Lindenstraße, da haben wir sehr viel geschaut. Wir sind schon fast das nächste Jahr wieder durch. Wahnsinn. Wir sind schon wieder im Sommer. Also wir sind mit Staffel 9 jetzt fast durch, starten jetzt bald in Staffel 10. Da wäre Else Kling beinahe verkohlt. Mhm. Fandest du schade, das nicht? Oh, da hätte schon was gefehlt. Echt? Ja. Okay, aber wird ja irgendwann eh passieren, dass sie nicht mehr da ist. Da wirst du sehen, was dann fehlt. Ja. Und, Wir hatten eine Hochzeit. Wir hatten eine Hochzeit, oh, die ich gar nicht so richtig reden mag. Und ich darf noch nicht mal erzählen, warum. Das ist so, ne? Aber das, ohne dass wir jetzt da so detailliert, aber geht's dir auch so, dass du dann, wenn man so Informationen über Schauspieler bekommt, die man dann sieht, dass man sie auf einmal mit anderen Augen sieht und dass dir das schwerfällt, das trennen zu können? Oder kannst du das trennen? Ja. Ja? Ich nicht. Also, ich sehe die und stell mir immer nur vor, wie schrecklich das war. Ja. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass ich den Schauspieler vorher großartig gemocht hätte. Nee, aber das ist ja wahrscheinlich, weil der Spielblasser spielt. Aber man es hätte ja privat ein total netter sein können. Also, ja. Und jetzt wissen wir, nein, privat jetzt war auch nicht so nett. Ja. Dann, achso, was meinst du mit Hochzeiten? Wir hatten zwei Hochzeiten. Echt? Ja. Welche meintest du denn jetzt? Ja, wie heißt sie denn? Im Dings Blumenladen? Ja, ja. Frau Strache. Frau Ranzo. Ranzo. Ja, und da hatten den Doktor. Wie heißt sie denn da mit Vornamen? Claudia. Claudia, genau. Den Doc. Ja, der Doktor, aber das haben wir ja gestern erst gesehen. Ja, aber der hat trotzdem hat er ja geheiratet. Und da waren wir bei der Hochzeit nicht dabei. Also das da hat man ja nur... Ab Rügen oder? Nee, in Schweden. Oder? Dänemark, glaube ich, waren sie. Smörrebro. Ja, genau. Und ansonsten, Bilobogen haben wir gekickt. Haben wir wo? Dann haben wir letzte Woche schon, allerdings auch nur so, als weil ich nicht wusste, was ist jetzt eine Stunde lang, was passt irgendwie bei einer Stunde. Am Nachmittag haben wir wieder einen Derek geguckt, ja, der ganz spannend war. Die hieß, glaube ich, Die Tote im Wald oder so, glaube ich. Und es ging um eine Tote im Wald. Ja, also wo der Titel auch schon ganz viel verrät. Ja. Das war echt ein Zufall, ne? dass der Titel so lautet, wie was in der Serie passiert. Ja, aber die war, ich fand die Folge gut. Die war gut, aber die frühen Folgen sind eh noch, also die 70er-Jahre-Folgen sind echt noch extrem gut. Hinterher werden sie sehr psychologisch, wo es sehr viel mit Psyche zu tun hat und wo halt unser Herr Derek auch sich kaum noch bewegt. Also ist so ein bisschen wie der Dr. Dressler dann sozusagen. Obwohl er nicht im Rollstuhl sitzt. Ja, gut. Und wir haben, und darüber können wir ein bisschen reden, weil das so die Neuerung dieser Woche war, wir haben Big Brother angefangen zu gucken oder gucken es. Ja, wir gucken und es. Und finden es gar nicht mal so gut. Also ich glaube, du findest es besser. Also ich bin kritischer als du, habe ich festgestellt, glaube ich. Du nimmst es so als gegeben hin, jetzt warten wir mal. Naja, es ist, wie es ist, ne? Wir müssen nehmen, wie es kommt. Ich finde es auch nicht gut. Okay. Also ich finde, es sind zu viele Leute drin. 17. Und dieses auch in der ersten, also beim Einzug quasi schon so mit Nominieren, ist so ein bisschen eine albern. Halbe Stunde, ja. Ja, ist so echt wirklich. Und dann mit der Begründung, wir haben uns am wenigsten unterhalten. Genau. Mhm. Du kannst ja mal sagen, kannst du zwei Leute nennen, die du positiv wahrgenommen hast und zwei Leute, die du negativ wahrgenommen hast? Ich habe noch gar keinen so wirklich. Weder positiv noch, doch ich schon. Also Frauke negativ, geht mir schon extrem Frauke, ja, die geht mir auch auf die Nerven. Da weiß ich auch gar nicht, was da
echt ist und was nicht echt ist. Und irgendwie auch die Onlyfans macht. Maxim? Ja, oder schon allein. Nee, die Maxim. Echt? Nee, ja, allein wegen der Tatsache. Ja, und ich mache noch was nebenbei, aber das verrate ich noch nicht. Und hat es auf der Instagram-Seite stehen. Ja. Und dann verrät es am dritten Tag. Das ist ja auch nur, dass man draufklickt, ne? Ja, und es gibt ja noch nicht mal richtig Nacktfotos auf OnlyFans. Sondern, hast du schon geguckt? Nee, hat sie ja erstens erzählt, dass es ganz ästhetisch ist, aber ich habe auch drauf geguckt, aber ich konnte die Fotos ja nicht sehen, weil das müsste ich ja abonnieren. Ja, aber also... Aber es ist, es steht da auch drin, sie ist beim Sportmachen zu sehen. Also okay. Beim Surfen, im Bikini. Ja. Also es gibt nicht mal oben aber ohne Fotos. Und da werden teilweise für Fotostrecken, habe ich gesehen, 40, 50 Dollar verlangt. Sorry, also ich kenne andere Herrschaften ohne Namen zu nennen. Also du wirst damit sagen, sie verdient gut, wenn es Leute, kauft. Ja. Und ich glaube, durch ihre Big Brother-Teilnahme steigt das durchaus nochmal. Ja, na klar. Aber sie hat doch auch gesagt, deswegen das sind Fotos, ja. Sie hat doch sogar gesagt, das sind Fotos, die würde ich alle auch auf Instagram veröffentlichen. Also das ja. sind keine das stimmt wohl. Eindeutigen. Aber ästhetisch können auch Nacktfotos sein. Ja, aber es ist in diesem Fall nicht. Und auf Instagram darfst du ja eh keine Nacktfotos sehen. Nee, auf Instagram darfst du das nicht. Wir haben noch keine Duschszenen gesehen. Was ist denn da los? Rainer Laux, seines Zeichens The Master of Dusche. Es gibt ja zwei Duschen nebeneinander. Wir haben noch keine gesehen, weder Männer noch Weibler, ne? Haben sie alle noch nicht geduscht oder? Also ich gucke ja diesen 24-Stunden-Dingens nicht. Ja, aber in den Tagesanpassungen sieht man das ja eigentlich sonst auch. Also. Sonst habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Nö, das stimmt. Und wer mir noch extrem negativ aufgefallen ist, ist der Kevin. Der ist sehr manipulativ. Jetzt hast du das, was ich dir gestern erzählt habe, nicht gesehen, wo es ums Essen und so weiter ging. Wie er sich über ein Brötchen aufgeregt hat, was ihm jemand in den Backofen getan hat, obwohl er es nicht wollte. Und das müsste ja jetzt weggeschmissen werden oder er müsste es hart essen. Und es war ganz schrecklich. Und Matteo leider geht mir auch sehr auf die Zwiebel. Aber den mochtest du ja von Anfang an. Das stimmt, aber jetzt noch weniger. Also okay. Der ist so... Ach, weiß ich auch nicht. Und wie man sich die ganze Zeit nur mit seiner... Es ist ja traurig genug, dass Oma und Mama tot sind. Sind meine auch. Aber das wäre nicht meine Geschichte im Big Brother House. Und schon gar nicht rund um die Uhr. Nee, was mir auch so ein bisschen auf die Nerven geht, ist, dass es ständig darum geht, dass die armen Jungs jetzt 100 Tage keinen Sex haben. Stimmt, frag mich sagt, mal. Dann sollen sie sich einen von der Palme wedeln. Das ist doch alles gut. Die müssen doch keinen Sex haben. Promis unter Palmen halt. Ja. Und also, außerdem haben sie doch rausgefunden, dass es, wo war es, in welchem Raum? Gibt es einen irgendwo, Raum, ja, keine Ahnung, wo man sich mit dem Rücken zur Kamera stellen kann? Und wobei, bei Kevin weiß man nicht, ob es dann trotzdem alles verdeckt ist. Klischee. Beim Kevin? Ja. Warum? Ich muss das jetzt nicht hier noch so explizit erwähnen. Ja, warum denn? Wer ist denn Kevin? Ach so, du denkst doch... Ach du, mit deinem Schubladendenken. Ja, sorry, ich bin Deutscher. Der Deutsche ist voller klischeehafter Schubladendenkereien. Ja, du auch. Erzähl mir doch nichts. So, du hattest auch das Klischee, Ostfriesen sind gut aussehend, charmant und sexy. Und du hattest recht, als du mich kennenlerntest. Mhm. Richtig? Mhm. Siehste? Und ich hatte das Klischee... Bayerinnen können nicht ordentlich Hochdeutsch sprechen. Auch das Klischee hat sich bewahrheitet. Nein. Wobei sie ja, ich ja immer noch ganz merkwürdig finde, dass jeder zweite Post, wenn jemand postet, darüber schreibt, wie schön deine Stimme ist. Warum? Warum das so ist oder warum es mich wundert? Ja, beides. Warum es so ist, das weißt nur du. Warum es mich wundert, weil ich dich immer frage, ob du es mit Untertitel nochmal wiederholen kannst. Ja, so im Dialekt rede ich nicht. Na, hier nicht. Am Abschlussball, da dachte jemand, ich komme aus, ob ich auch aus dem Osten komme, weil ich so Hochdeutsch rede. Aus dem Osten? Ja. Weil der typische Ossi ja Hochdeutsch spricht. Ja, keine spricht. Ahnung. No? Also die kamen da wohl her. Also die haben jetzt auch nicht so eidebübsch geredet, aber ich so, nein, ich bin nicht hier geboren. Nee, ich komme aus... Oh, du redest gar nicht so. Ich rede halt... So. Ich bin Flüchtling und gerade erst gekommen. Ja. Okay, ja. Also Big Brother, ansonsten relativ lahm die Veranstaltung noch. Es gab noch keine Matches, es gab noch keine... Ein bisschen Stress gab's. Ich sag nur, fass meine Unterhose nicht an. Kannst du mal kurz wiedergeben? Da ging's um Frauke, ne? Ja, also es
wie das angefangen hat, weiß ich gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Klingt wie eine Stadt. Egal. Die Schweizerin. Die Schweizerin mit ihrer Stimmband-Kehlkopf. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt wirklich angefasst hat. Ich weiß ja nur, dass die hat sie wohl gewaschen, weil die hat ja im Moment noch keinen Koffer. Die Frauke, die hat keinen Koffer, der hat nichts anzuziehen. Strafe, als Strafe. Der ist es. Und die Unterhose lag auf dem Bett. Und nee, auf dem Nachttisch, weil sie sie gewaschen hatte zum Trocknen. Gut, so, und die Frau, Dingsbums, die Schweizerin, hat die Unterhose angefasst. Worauf Frauke gesagt hat, lass die Finger davon, das ist meine Intimsphäre, die du hier immens verletzt. Und anstatt zu sagen, okay, sorry, mache ich nie wieder, ist da irgendwie eine Diskussion draus geworden. Und ich konnte zwar irgendwie beide Seiten ein bisschen verstehen, aber irgendwie da so eine Szene draus zu machen. Ja gut, die Szene hat sie wohl draus gemacht, weil die ja nicht die Einzige war, die sie darauf angesprochen hat. Auf die Unterhose auf dem Nachttisch. Und ja, und dann die eine hat ja gesagt, ja, man könnte sie ja wohl auf dem Koffer trocknen oder so. Und ich habe keinen Koffer. Also sie musste sie da trocknen. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Ja, das singt ja schon das zweite Mal. Ja, ich habe, wir haben letzte Woche keinen Podcast gehabt, also doppelte Aber jetzt Ladung ist gut. Singen. Warum denn? Und so ging es irgendwie. Und irgendwie hat sich jeder drauf angesprochen und jeder musste irgendeinen klugen oder lustigen Spruch. Und sowas kann einen dann schon mal nerven. Hm. Ja, wenn du nichts du hast nichts. Du hast wirklich nichts. Außer deines Schlübbi. Im Bademantel und mehr nicht, weil du das halt Zeug halt einfach mal waschen musstest. Und dann kriegst du von überall so schlaue Kommentare, dann. Schlauke Kommentare sozusagen. Ja, dann kannst du schon mal zu viel werden. Okay. Ja. Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall kann man sich auf Join kostenlos die Tageszusammenfassung jeden Abend angucken. Das Lustige war, dass am ersten Abend sie gleich schon 2 Stunden zu spät kam, weil es technische Probleme gab. Und ansonsten jeden Montag Sat.1 Live-Show rein, Rauswahl, Nominierung und auch die Highlights der Woche. Immer montags in Sat.1. Bleiben wir noch ein bisschen beim Reality-TV. Okay. Jemand, der nicht singen kann, also nicht ich, aber ne, hat jetzt seinen ersten Ballermann-Auftritt im April. Und zwar mit einer Frau, von der gesagt wurde, da läuft doch was. Und alle haben aber jemals abgestritten, dass was lief. Na, wen meine ich wohl? Mit der Wolke, ich weiß nicht, wie sie Peter heißt. Klein und seine Yvonne treten am Ballermann auf. Oh Gottchen, der wird auch nicht schlauer, ne? Der lernt's einfach nicht. Ja, aber er will jetzt ja große Gesangskarriere machen. Ja, er kann das ja machen, aber auch nicht mit ihr. Ist ja wie gekleckert, sorry. Ja, das tust du öfter, das macht nichts. Weil die ist, oh Gott, die ist doch einfach nur Kacke. Na, aber wie redest du denn hier über Yvonne'sche? Nee. Einfach nur krass. Dass er das nicht checkt. Aber ihr Männer tut euch doch oft da so schwer. Womit? Jetzt genau mit dem Singen? Mit dem Checken, dass eine Frau einen einfach nur ausnutzt. Meinst du, du willst mir sagen, ich hätte vor unserer Eheschließung checken können, dass du eigentlich mich nur ausnutzt? Nein. Weil, wenn ich bedenke. Weil ich gar nicht so ein Typ Frau bin, aber. Nee. Na, aber wie kommt es, dass ich in den letzten Wochen ganz viele Möbel gekauft habe? Wahrscheinlich unterbewusst hast du mich dahin gesteuert. Ja, weil ich halt den Rest zahle. So Strom und so. Alles und Miete. Ja, das ist ja die Miete. Hm. Ja. So. Gut, dass wir das hier mal so geklärt haben. Also es ist auf jeden Fall eine Veranstaltung, die heißt Trash but Famous. Okay. Mhm. Der tritt er dann auf am 27. April am Ballermann. Wo unter anderem auch Gesangsgranaten wie Matthias Matschipatschi singen. Gottes Willen. Ja. Vielleicht auch mit seiner Mama zusammen. Man weiß es nicht. Ja. Ich glaube, das ist sowas. Oh Gott, das. Wird das auch übertragen im Fernsehen? Ich hoffe nicht. Also, das braucht es wirklich nicht. Nein. Das ist was, das braucht es nicht. Wobei jemand da ist, den ich gerne mal interviewen würde. Wen? Zachi Neu ist auch da. Ja. Aber der ist wer? Da kannst du kannst erklären, wer das ist? Ja, von Eis am Stiel. Der gut aussehende. Ja. Der gut aussehende, genau. Aussehen. Aber wie heißt er denn bei Eis am Stiel? Ja, Johnny. Johnny. Ja. Sag doch mal, ich bin der dicke Johnny aus Eis am Stiel. Ja.
der übrigens aber auch schon 70 ist. Aber du kannst ihn ja übers Fernsehen auch nicht interviewen. Also müssen sie das auch nicht übertragen. Da kannst du höchstens hinfliegen und dann kannst also du da hingehen. Wir können dann ich nicht, am 27. April. Nee, du kannst es gerne machen. Da brauchst du mich nicht dafür. Aber du willst nicht gucken, dass ich die Finger ruhig halte am Ballermann, oder? So viel vertraue ich dir. Oh, echt? Mhm. Hm. Obwohl ich war allein in Hamburg auf dem Kiez. Genau. Und alles, was auf dem Kiez passiert, bleibt auf dem Kiez. Genau. Ja, genau. Das ist die Meldung der Woche nicht gewesen, dass Peter Klein jetzt singt. Aber es gibt so, wenn wir über das Fernsehen sprechen, noch einige Sachen, die wir noch aufholen müssen, die neu gestartet sind und wo wir noch gar nichts geguckt haben. Mann, okay. Mann, weil du einfach keine so Zeit was? Hast. Aber du hast ja heute, also morgen und übermorgen frei, da müssen wir einfach. Olli Pocher hat ja eine neue Sendung, Ein Haus voller Geld, wo 100.000 Euro in einem Haus versteckt werden. Ah ja, davon hast du mir schon erzählt. Ja, genau, da liefen jetzt schon die ersten beiden Folgen. Mhm. Und es, was ich erst gar nicht wusste, das habe ich jetzt erst erfahren, als ich ein paar Ausschnitte angeguckt habe, die drehen ja im eigenen Haus. Also das heißt, nein, in den Häusern der Kandidaten. Ach so. Ich habe gedacht, das ist irgendein Haus, weil es geht ja darum, auch Sachen zu zerstören, weil das kann theoretisch hinter den Fliesen versteckt sein oder was weiß ich. Und das heißt, wenn du die 100.000 gewinnst, beziehungsweise oder halt auch nur, du gewinnst ja nur das, was du findest an Geld. Ja. Geht wahrscheinlich erstmal Kohle in die Reparatur der kaputtgegangenen Sachen, oder? Ja gut, wenn sowas hinter den Fliesen ist. Ja, es war nur ein Beispiel. Dann siehst du das wohl, wo neu gefliest wurde. Ja, aber du weißt schon, was ich meine. Also das, aber ja, Boden wurde aufgemacht. Nee, es sind auch Handwerker da, die das wieder dicht machen. Also, aber du siehst doch, wo eine Fuge neu ist und wo nicht. Ja, aber du hast nur 30 Minuten Zeit und die Frage ist, ob du wirklich jeden Raum so detailliert dir alles anschaust. Weiß ich nicht. Ich hab's ja nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist ein Format, was dich bestimmt reizen würde. Mhm. Mitzumachen? Ja. Nein. Aber mit 100.000 Euro können wir hier ordentlich was... Ja klar, wenn wir vorher alles kurz und klein geschlagen haben, können wir ja ganz viel reinstecken. Lassen es in den Räumen verstecken, die eh gemacht werden müssen. Ja, genau. Also. Nee. Nee? Nee. Du bist aber auch nicht spontan hier. Nein. Genau, ist neu gestartet. Dann neue Folgen von Genial daneben sind am Start. Oh, da bin ich gespannt. Ja. Und dann, was irgendwie gefloppt ist und ich kann mir auch denken, warum, ich habe nur kurz reingeguckt. Wir erinnern uns noch an das, oder weißt du noch, das allererste Format, was Olli Pocher jemals außerhalb von Viva hatte. Also wenn ich es dir sage, dann weißt du es. Dieses Rente Pocher, genau, wo er sich ja mehr oder weniger immer vermietet hat. Das ist jetzt mit anderen Comedians neu aufgelegt worden. Rent a Comedian. Okay. Das läuft jetzt immer nach TV Total mit Puff Puff. Und hätte ich mir ganz lustig vorstellen können, weil da auch bekannte Leute bei sind. Übrigens, Pocher kehrt auch einmal wieder zurück, sozusagen in sein Urformat. Mhm. Man macht nur einen Fehler. Du hast 3 oder 4 Comedians pro Folge. Und du switcht jede Minute wieder zum anderen. Also du kannst dich kaum auf eine Story richtig konzentrieren und bist dann eine Minute, anderthalb später wieder beim nächsten Comedian, sodass du dich auf die Story gar nicht richtig einlassen kannst. Warum macht man das? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Es dauert doch genauso lang, wenn du alle 3 vorstellst oder alle 3 eben zeigst. Ja, oder wenn du 3, 4 Minuten zumindest, du kannst ja mal hin und her gehen, aber doch nicht gefühlt sekündlich, oder? Und nachdem die, ich muss mal niesen, ganz zumindest juckt es in der Nase, nachdem die erste Folge recht gut gestartet ist, ist die zweite schon um einiges weniger geguckt worden und das Resultat wohl daraus, dass es nicht die Leute interessiert hat. Ja. Genau, dann steht jetzt fest, dass im April die 9 Folgen Glücksrad mit Guido Kanz starten werden, da bin ich mal gespannt, wie das dann so wird. Und wir haben ja schon erzählt, auch hier haben wir erst 2 Folgen geguckt, da müssen wir natürlich schleunigst weiter gucken. Noch Upload, unsere Amazon. Ja, stimmt. Ja, aber jetzt hier, gucke mal, lies mal bitte vor, hier oben da. Die Science-Fiction-Comedy von Amazon erhält ein weiteres Kapitel. Mit der Bestellung einer 4. Staffel ging jedoch zugleich die Info einher, dass dies auch die letzte Runde sein wird. Fans müssen sich von der Vorstellung also trennen, sich statt des Todes in ein virtuelles Leben hochzuladen. Das heißt, wir sind jetzt in Staffel 3, es wird noch eine 4. geben und dann ist Schluss. Aber, also ja, gut, positiv und negativ. Irgendwann ist es auserzählt.
Ja, finde ich jetzt, da es aber immer nur 8 Folgen hat, finde ich jetzt noch gar nicht, dass es sich eigentlich auserzählt hat. Aber das Positive, was daraus hier ist, es wird hoffentlich ein Ende geben. Also da einfach feststeht, dass es die letzte Staffel ist, kann man ein Ende geben. Ja. Und dann gibt es noch eine schlechte Nachricht. Ich weiß allerdings nicht, ob die anderen Folgen trotzdem im Streaming online geladen werden, hochgeladen werden. Unser Zurück in die Vergangenheit wurde bei ProSieben abgesetzt. Ja. Also zumindest läuft es jetzt die nächsten Wochen nicht. Man weiß noch nicht, ob es nach Ostern weitergeht. Und das bei Join immer eine Woche vorher online war. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt trotzdem die weiteren Folgen hochladen werden. Aber sorry, abends um 23 Uhr ist einfach auch echt... Nee, ist eine Scheißzeit. Und vor allem nach den Simpsons. Und ich finde, das hat ja thematisch so gar nichts damit gleich. Nee. Ja. Und dann gibt es noch 2 Meldungen, die gestern erst rausgekommen sind. Und zwar 2 Sachen, die wiederkommen, beziehungsweise erstmalig in Serie gehen. Okay. Und zwar nach über 23 Jahren wird es eine Neuauflage von Baywatch geben. Okay. Mit David Hasselhoff. Das, das ist noch nicht ersichtlich gewesen. Ich gehe mal nicht davon aus. Aber zumindest aber mit den kompletten... Die machen Baywatch versus Rentner-Cops. Genau. Und dann mit David Hasselhoff. Und mit Pamela Anderson. Ja. Ja. Genau. Und aber mit dem komplett selben Produzententeam der Urserie. Weil, ich habe das übrigens damals nie gesehen, es gab ja mal einen Kinofilm mit Dwayne The Rock Johnson, der eigentlich eine Verarschung, ob das Original sein soll, also eher ein Comedy-Film, ich habe den nie gesehen, aber der soll ganz schlecht sein, ja, und oftmals ist es ja so, ja, dann gibt es so eine Story, also es gibt das Gerücht, es wird gedreht, dann wird es doch nicht gedreht, hier hat jetzt das Produzententeam, glaube ich, irgendwie gesagt oder hat mit dem Sender vereinbart, es gibt ein Drehbuch und sollte das nicht verfilmt werden, gibt es eine hohe Strafe, die der Sender zahlen muss. Also die werden sozusagen sich schon dran halten, dass auf jeden Fall bis zu einem Dreh kommt. Ja, okay. Und eine weitere Kinoadaption, ich wage es kaum zu sagen, wird es als Serie geben. Mhm. Eine Filmreihe. Mhm. Und ihr da draußen müsst jetzt ganz stark sein. Mhm. Was wünschst du dir denn an Serie? Keine Ahnung. Oh, Twilight. Echt? Mhm. Ja, okay. Und jetzt setze ich noch das Krönchen oben drauf. Ja. Als Animationsserie. Oh, das wird ja ganz toll. Das wird ja... Denn es soll, und das wusste ich gar nicht, vielleicht weißt du das, also es gibt ja 4 Filme. Ja. Aus 4 Büchern. Ja. Und danach sind aber wohl noch Bücher erschienen oder geschrieben worden. Und darauf soll die Animationsserie sich beziehen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das so korrekt, dass es da noch Bücher gibt? Es gibt meines Wissens noch dieses bis zum ersten Sonnenstrahl. Aber da geht es ja um... Um die Vorgeschichte oder so? Nein. Okay. Nee, gut, aber es gibt da genau, und darauf soll die Animationsserie sein. Ja, aber auf was soll das da aufbauen? Es ist ja nur eine quasi Kurzgeschichte über eine, die in den Büchern einfach, oder auch im Film, die siehst du 3-mal und dann ist die tot. Ich habe keine Ahnung. Ich war nur so, dass ich es wahrgenommen habe, dass es eine... Ich weiß wohl, dass es auch, aber ich weiß gar nicht, ob es das als Buch gibt, dass man zumindest das erste Buch nicht aus Bellas Sicht, sondern aus Edwards Sicht geschrieben hat, also mit seinen Gedanken dann quasi so. Das weiß ich aber nicht. Mhm. Aber was soll das dann? Also, keine Ahnung. Es wäre schön, es wäre witzig, wenn man die Geschichte weitererzählen würde. Also, was denn mit Renée Esme passiert und Jacob. Mhm. Klingt schön. Das wäre, aber sonst. Mhm. Aber ich bin ja schon froh, dass es nicht 50 Shades of Grey ist. Die Serie? mit dem mit der Sexpraktik der Woche. Sozusagen. Ja, genau. Naja. Ja. Wir haben was vergessen. Wir haben eine andere Serie angefangen zu gucken. Erzähl.
Schatz, jeden Tag geguckt. Was haben wir angefangen? Was haben wir jeden Tag geguckt? Ich weiß es nicht. Wir haben ja schon 8 Folgen. Was sagst du mir? Was? Also ich bitte dich. Ja, bitte mich. Es geht doch um dein Thema. Ja, erzähl. Ach so, Nipptag. Ich sag nur, es geht, aber komisch, du kamst drauf. Aber ja, weil es so oben stand. Jetzt muss ich, das habe ich dich noch gar nicht gefragt gehabt. Jemals gesehen gehabt? Ja, zwischendurch immer mal wieder. Okay, aber da es ja eine fortlaufende Story ist, muss man schon eigentlich von vorne bis hinten, so Dexter-mäßig muss man eigentlich dranbleiben, um... Aber das war, ich habe das halt immer nach Feierabend geguckt und dann... Okay, ist ja auch schon, also ich glaube, die erste Staffel ist schon knappe 20 Jahre her. Ich glaube, das ging auch so 2004, 5, 6 irgendwie so den Dreh. Es gibt 4 oder 5 Staffeln. Ich habe sie alle schon mal gesehen gehabt, damals, als sie frisch rauskam, also jetzt auch schon bestimmt 10 Jahre nicht mehr. Und habe natürlich noch so ein bisschen, weiß, wohin das gehen wird und weiß natürlich, also so gewisse Dinge merkt man sich ja, gewisse Dinge verdrängt man oder vergisst man. Aber ich habe noch so ein bisschen im Kopf, wer mit wem noch alles was haben wird und wer noch wirklich ganz mies enden wird. Aber du wüsstest jetzt nicht, was für Storylines uns da jetzt noch erwarten. Nee. Aber ich habe zumindest das Gefühl, es hat dich mitgenommen. Also es bedient dich, oder? Ja, das kann man schon angucken. Och komm. Das relativierst doch nicht schon wieder so. Man kann es schon angucken. Man kann das mal angucken. Es ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut. Nö, aber es hatte ich trotzdem doch. Also man kann sich das angucken. Ja, sage mal. Wie realistisch findest du es? Also ich meine, ich glaube, man hat durchaus, was so die OPs und die Wehwehchen, und wir befinden uns natürlich hier in Amerika, also da ist natürlich alles generell ein bisschen krasser, was die Schönheits-OPs angeht, aber dass Leute da sitzen und sagen, irgendwie, ich habe Hängebrüste oder lass mich die Nase machen, oder aber das auch, hast du, ich will anders aussehen, weil mein Vater mich missbraucht hat und ich sehe ihm so sehr ähnlich und so weiter, das halte ich alles für sehr realistisch, oder? Und auch, dass man, dass Chirurgen das große Geld damit machen, auch das ist ja kein Geheimnis. Ja. Ja. Vielleicht ist das auf die Finger. Und die Finger ist dann nur das Erste. So. Genau. Aber auch das sind gar nicht so viele Folgen. Das waren immer, glaube ich, so zwischen 10 und 13 pro Staffel. 4, 5 Staffeln gibt's. Aber es wird noch sehr dramatisch. Okay. Also wenn du dachtest, oh, jetzt ist es schon dramatisch, das wird noch richtig dramatisch mit... dem Verfallen von Drogen und wer mit wem noch alles was hat und wer noch, ach Gott, und Suizid. Jetzt spoiler nicht schon. Nein, ich sage ja gar keine Namen, aber da, das wird noch schön werden. So. Das ist ein alter Spoiler. Genau. Und ansonsten, was hatten wir dann noch in dieser Woche? Prinz Harrys bestes Stück wird eventuell bald veröffentlicht. Mhm. Und zwar gibt es sie, wie heißt sie, Carrie? Carrie Royal, heißt sie so? Ja, keine Ahnung, Royal. Das ist ja Engländerin oder Amerikanerin, ich glaube Engländerin. 52 Jahre jung, alt, wie auch immer, hat vor etwa 10 Jahren mal an irgendeiner Party teilgenommen, wo auch Harry teilgenommen hat, 2012 war das. Und das war also die wilde Phase von Harry. Wir erinnern uns an Sachen, wie sich mal eben als Hitler auf einer Karnevalsparty ablichten lassen. Boah, ich habe das Gefühl, das ist schon länger her. Nee, ich glaube, das war so. Ja, so. Ja. Ja gut, das ist jetzt 12 Jahre her, also 2012. Und kaum reden wir über die Royals, haben wir hier den englischen Klingelton im Hintergrund. Und da gab es wohl eine Party, wie auch immer, und sie hat mit Harry wohl rumgeknutscht und dann hat er irgendwie, ist er wohl nackt im Pool gesprungen, bla bla, und sie hat ihr Handy gezückt und Fotos gemacht, wie der kleine Harry zu sehen ist, also der große Harry mit dem kleinen Harry, und hat schon vor 2, 3 Jahren übrigens versucht, aus der Geschichte Geld zu machen, ist ihr nicht gelungen, weil die Presse sich überhaupt nicht dafür interessiert hat. Ja. Und hat jetzt aber sozusagen gesagt, ach hier, ich habe einen OnlyFans-Kanal aufgemacht und wenn ich jetzt nicht Kohle dafür kriege, dann werden die Fotos da jetzt hochgeladen. Ja, aber ich würde das rechtlich mal nicht machen, weil er hat ja ein Persönlichkeitsrecht an seinen Fotos, oder? Und auf jeden Fall für sein bestes Stück. Und dann könnte das schon rechtliche Konsequenzen haben, die jetzt nicht so geil sind. Mhm. Ja, würde ich nicht machen. Ja gut, eventuell hat sie also würde mich auch überhaupt nicht interessieren, wie von irgendjemandem der Schnippi aussieht. Wirklich nicht.
Auch bei mir hast du damals anders reagiert und warst da ganz entzückt. Ich weiß auch immer nicht, was. Also jetzt von deinem bin ich natürlich total entzückt. So. Nee, aber was. Jetzt kommt sie mit Fotos, was Männer davon haben, ihre Dinger als Foto verschicken zu wollen. Aber du wolltest das doch damals. Aber doch nicht unaufgefordert. Naja. Du schreibst mit jemandem, wahrscheinlich schreibst du noch gar nicht mal dem. Das Erste, was du von dem kriegst, ist ein Dickpick. Kennst du das von früher? Ja, natürlich kenne ich das. Auf was für Plattform warst du denn unterwegs? Oh, Facebook, da haben wir noch nie drüber Instagram. Gesprochen. Ach. Ja, natürlich. Passiert das immer noch? Jetzt kommen wir ja mal in Stories hier. Nee, gar nie. Also seit wir zusammen sind, gar nichts. Ach. Aber das ist trotzdem... Es werden nur Nummern hinter Scheiben geklemmt. Ja. Ja. Das war ja ganz, ganz am Anfang unserer Beziehung, mein Schatz. Ja, aber es war unüberlegt. Was war unüberlegt? Dass du dich bei dieser Nummer gemeldet hast. Ich musste ihm ja sagen, dass ich mich nicht bei ihm melde. Das musstest du nicht. Aber, wie paranoid, jemandem zu sagen, ich melde mich bei dir, um dir zu sagen, dass ich mich nicht bei dir melde. Nee, ja. Ist klar. Ja. Aber was denken Männer sich da dabei? Ja, das Problem ist, sie denken sich gar nichts dabei. Also das Ding ist, sich zu glauben, sie denken sich was dabei. Also entweder sind sie von sich so überzeugt, dass sie glauben, du bist danach so rattig, dass du sofort schreibst. Weil ich da so ein faltiges Ding sehe, oder was? Oh komm, jetzt so faltig ist er aber nicht. Ja, deiner. Ja. Aber, also wenn du jetzt mal ein Bild von dem Penis und ein Bild von dem Nacktmull nebeneinander legst, das ist eins. Ich fühle mich gerade echt gemobbt. Ja, und? Vielleicht sollte ich mal ProSieben die Idee einreichen, Germany's Next Top Dick Pick oder so. Da können wir vielleicht mit Heidi Klum was machen. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht. Und die schickt sich mit Tom mit Sicherheit auch Fotos. Ja, die sind ja auch verheiratet, die sind ja zusammen. Wenn ich dir ein Foto von meiner Momo schicke, dann ist das doch was anderes, wenn ich das irgendeinem wildfremden Kerl schicke. Ja, solange du nicht Flöte damit spielst, ist alles okay. Ja. Naja, gut. Dann in Kiel hat ein Rektor einer Gesamtschule die Schüler jetzt nach Hause geschickt. Warum? Weil das Klo nicht funktionierte. Okay, also die Toilette ist aber ziemlich scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes, Toilette funktioniert nicht. Hat man aber der Stadt und dem Schulministerium alles gemeldet und hat gesagt, hier, das muss gemacht werden. Die haben sich nicht gekümmert. Und Konsequenz war, dass der Rektor jetzt gesagt hat, ja, Jungs, kann ja auch keinen Mädels, Unterricht machen. Geht nach Hause, weil ihr könnt nicht aufs Klo gehen. Ja, das muss hier und hat gegeben einen Elternbrief, sein. Einen Elternbrief, du darfst mal den zweiten Part dann nochmal... Der Kloalarm im Norden. Genau. In einem Brief an die Eltern, du musst dein Mikro aus dem Weg tun. In einem Brief an die Eltern erklärte Schulleiter Dieter Rosa resigniert und wütend die ungewöhnliche Maßnahme. Ohne Toiletten ist Ganztagsschule nicht möglich. Wir bemühen uns seit Monaten um eine Verbesserung der Situation. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich die Situation als Schulleiter nicht länger verantworten kann. Also würdest du auch sagen, du kannst verstehen, wenn deine Kinder nach Hause geschickt werden, ja, weil sie in der Schule nicht aufs Klo können? Na, also das ist ja Gemeinschaftsschule, also von Klasse 1 bis schieß mich tot? Nee, sondern Gesamtschule, glaube ich, mit das Gymnasium, Realschule, Hauptschule auf einer Schule stattfindet. Ja, ja. Aber eben von... Grundschule nicht, also ich glaube, okay, dann von Klasse 5 an. Ja, okay, aber sehr egal. Ja. Dann geht es bei den Mädels auch los in Klasse 5, 6 mit ihrer Periode. Was willst du denn da machen, wenn du den ganzen Tag nicht aufs Klo gehen kannst und da aber den ganzen Tag bist? Kannst du nicht 5 hintereinander reinschieben? Bringt nämlich nichts. Ich kenne mich da anatomisch nicht so aus. Und du kannst dir keinen Knoten in Schnippi machen, wenn du aufs Klo musst. Ich schwitze es aus. Also doch, kann ich verstehen. Okay. Geht da nicht. Ja. Das geht nicht. Genau, also liebe Grüße nach Kiel. Richtig gemacht. Da sind jetzt vorgezogene Ferien. Ja. So. Oder man macht wieder, wie nennt sich das? Homeschooling. Ja, nee, es gab, wie heißt das andere Wort, nicht Präsenzunterricht, sondern? Distanzunterricht. Distanzunterricht, so hieß es, genau. Ja, und ansonsten sind wir zumindest mit den Themen durch, die mir da heute so... ganz spontan eingefallen sind. Ganz spontan eingefallen sind, genau. Ja. Ja, und ansonsten, genau, heute ist wieder Let's Dance-Abend, heute bist du auch mal wieder dabei. Letzte Woche musste ich alleine gucken. Ja, da habe ich ja Let's Dance gemacht. Genau. Ansonsten gibt es irgendwie das Wochenende frei. Ja. Das heißt, es gibt
Fernsehen und Sex, beides zusammen. Ich weiß nicht, ob gleichzeitig. Ich wollte gerade sagen, das kommt von, was wir angucken. Ja. Sonst gerne mal auf dem OnlyFans-Kanal von Maxim nachschauen. Da findet sich vielleicht was. Ich weiß es nicht. Aber sie ist ja nicht mal nackig da. Dann gucken wir auf dem OnlyFans-Kanal von Jochen Schropp. Ich finde sie jetzt auch nicht besonders hübsch. Also nicht. Oh doch, also die ist hübsch, aber die ist ja. Ich mag nicht, wie sie redet. Sie redet so leierig. Mhm. So, das ist, doch, aber äußerlich finde ich sie schon attraktiv. Aber darf ich als 45-Jähriger, darf ich eine 20-Jährige, darf ich sagen, dass ich sie attraktiv finde? Oder ist das schon cringe? Ist das schon dieses, es könnte deine Tochter sein oder so? Könnte sie, aber ja, weiß ich nicht. Also. Ich kann ja auch über jüngere Männer sagen, ich finde die schön. Das ist ja nicht. Ja, nenn mal einen jungen Mann, den du attraktiv findest. Wir haben da findest. Einen im Krankenhaus, das ist ein Pfleger. Das ist wirklich auch ein sehr schöner Mann. Also er wäre jetzt. Also so der Peter Bond unter den Männern sozusagen. Ja, genau. Also ich würde jetzt. Ich finde den nicht anziehend. Na. Aber ich finde, es ist ein sehr schöner ja, Mann. Ja, ja, ich glaube, du passt gerade sehr auf, was du sagst. Nee. Mhm. Und ich weiß nicht, wie alt er ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall definitiv jünger als ich. Ja gut, dazu viel. Gehört ja mittlerweile nicht viel. Mehr so viel. Ist eventuell ein Schülerpraktikant, man weiß es nicht. Nee, der macht schon eine Ausbildung, vielleicht ist er auch schon, ich weiß es nicht, ich kenne ihn ja auch gar nicht. Habst du das Gefühl, ich möchte dich demnächst gerne mal besuchen kommen auf der Arbeit? Ja, mach mal. Ich sehe den nur, wenn wir vorbeilaufen. Ja, ja, ist also, klar. Das ist ein schöner Mann. Und dann drehst du dich um. Nee. Wenn ich quasi im Personalraum sitze, läuft er ja auf mich zu. Und sagt, da muss ich mich soll ich nicht den Kaffee mitbringen? Oder? Nee, weil er ist ja draußen, er läuft ja am Fenster vorbei. Ah. Und die Scheibe beschlägt. Ja, weil uns Damen im Personalraum so heiß wird. Das glaube ich. Nee, aber ich finde sie jetzt, die ist schon hübsch, aber also ich hat, die, sie ich hat nicht das gewisse Etwas. Ich finde sie, ja, dass dich, ich jetzt sagen ja. würde, wow, das ist wirklich eine schöne Frau. Aber im Gegensatz zu anderen Damen im Container, also Frauke finde ich nicht attraktiv, die Schweizerin finde ich nicht attraktiv, die 55-Jährigen leider auch nee. Nicht und das hat auch wahrlich nichts mit dem Alter zu tun. Also da ist Maxim schon in der Kategorie ich jetzt, attraktiv. Nee, ja. Ja. Findest ich du von den ja Männern auch, da jemanden, also den Herrn mit seinem Gesicht zum Kopftattoos zum Beispiel oder so? Nee. Oder den Kevin? Klischee-Kevin? Nee. Wobei ich ja so, ich finde, dass der Name Kevin so gar nicht zu ihm passt, aber weil das ist für mich so Klischee-Name Ostdeutscher irgendwie. Der Kevin und die Chantal, aber ja, vielleicht ist er ja im Osten aufgewachsen, kann ja sein. Oder kein Dialekt. Ja, und muss ja nicht haben. Hm. Den gibt es zwar umsonst dazu, aber du musst ja. es nicht annehmen. Das ist, ja. Ja, nee, also ich, von den Männern, nee, weil sonst. Nee. Du bist ja sonst auch eher so der Joachim Dambi-Typ, ne? Also graumeliert, offene Worte sprechen, Ansagen machen. Ich bin der Frank-Battermann-Typ. Und die Kelle hochhalten und sagen, das war eine 7,8 auf der Richterskala. Ja, genau. Nee. Oder lieber so Roche. Roche. Hola, Roche. So. In diesem Sinne wünsche ich dir ein schönes Wochenende mit mir. Wünsche ich dir auch. Ne? Mit mir. So. Und ja, dann hören wir uns, wer weiß, wann wieder. Man weiß es im Moment nicht so ganz genau. Nee, ist ja furchtbar mit uns. Auf ja, uns ist kein Verlass mehr. Am Ende ist es Überraschung. Wundertüte. Ja, wir verlieren Hörer. Du hast so wenig Zeit. Na, die zwei, die kommen schon wieder. Also deine Toll. Beste Freundin und jemand aus meinem Kosmos. In diesem Sinne. Von mir hören zwei Freundinnen unseren Podcast. Ist das so? Ja. Wow. ja, dann frieren wir noch ein bisschen, denn es ist ja wieder kalt geworden. -1 Grad hatten wir heute Nacht. Aber es soll jetzt wieder wärmer werden, bevor es wieder kälter wird. Ja. Schauen wir mal. Aber es, ja, wir sind im Allgäu und es ist erst März. Es ist schon März. So, aber hier haben wir, ich sehe gerade auf unserer schönen Uhr, 25 Grad hier in diesem Raum. Ja. Weil ich schon gut aufgeheizt habe. Du also bist halt ein ganz rein heißer, körperlich, ne? Hier, genau. Ja. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und das letzte Wort hast du über du und lass dir doch mal was ganz Kreatives einfallen. Sowas wie, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ja, das wünsche ich euch. Ich gehe jetzt Hühner machen und Laufenten versorgen. Hühner machen? Ja, also die Hühner also, machen. Du gehst Hühner machen? Füttern und unangenehm. Eintreiben. Ach, das wird nicht besser. Tschüss. Tschüss. Die Buddies, eine fast perfekte Ehe.
Immer freitags, immer 18 Uhr und immer auf allen Podcast-Portalen und dem YouTube-Kanal der Fernsehschatztruhe.